Willkommen zurück zu Animal Crossing Wild World, hier im schönen Memoria. Es ist noch recht leer, ehrlich gesagt, aber nun gut, es ist ja auch schließlich jetzt der zweite Part und ja, jedes Animal Crossing Spiel, zumindest bis New Horizons oder vielleicht auch bis New Leaf, fängt halt immer gleich an. Wir müssen halt die blöden Arbeiten von Tom Nook erledigen, was man halt leider langsam schon zu Genüge getan hat, aber naja. Hast du dich jedem vorgestellt? Ja, du kommst in Memoria am besten zurecht, wenn du Freunde hast. Tja, es ist an der Zeit, dich mit Möbellieferungen zu beauftragen. Das ist bestimmt, was du dir vorgestellt hast, dass du den Job angenommen hast, hä? Also gut, dann möchte ich mal, dass du dieses Möbelstück zu Lucy lieferst, ne? Jo, da haben wir auch gerade erst unseren ersten Plausch gehalten. Und mach ja nicht einen Umweg übers Café, ja? Geh direkt zum Kunden. Dann komm wieder zu mir zurück und ja, sag mir, wenn du fertig bist. Alles klar. Machen wir. Allerdings könnten wir im Café auch noch gar nichts machen. Und auch das ist eine Neuerung. Es gibt ein Café. Jawohl, das, was es in New Horizons noch nicht gibt, das gab es schon in Wild World. Ich weiß gar nicht, von 2002 oder sowas ist das Spiel, glaube ich. Auf jeden Fall schon gut 20 Jahre alt und selbst das hatte ein Café. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen irgendwie mal wieder eine Direct-Ankündigung oder irgendein Spaß oder keine Ahnung. So, Lucy war hier, glaube ich, hier unten. Ne? Das, ja, genau. Die anderen beiden laufen auch hier in der Nähe rum. Das ist schön. Habe ich gleich keine weiten Wege. Auf der rechten Seite der Stadt war ich noch gar nicht. Beim Museum unter anderem nämlich. Aber gut, was soll's. Rima, es ist 18 Uhr, du. Das ist meine Lieblingsuhrzeit. Ja, willst du was von mir, Schnauzi? Ich habe eine Lieferung. Und zwar eine Lieferung steht da, glaube ich, einfach nur noch hier. Keine Ahnung, was es genau ist. Boah, krass, du. Du arbeitest für Nook. Ja. Naja, jeder kommt mal in eine schwierige Situation, ne? Hier ist mein Bett grün. Kopf hoch, Schnauzi. Ey, was? Ach, komm, sei doch nicht albern, ey. Ich wollte eh wegwerfen. Übrigens, du solltest es mit nach Hause nehmen und dich dort neu einrichten, ne? Ach, mach dir keine Sorgen, du. Gegenstände bewegen ist ganz einfach. Berühre einfach dein Bild um den Touchscreen, ne? Nimm dann den Gegenstand und bewege ihn in die gewünschte Richtung. Das solltest du mal zu Hause ausprobieren, ey. Und dann, der alte Nook, er erlaubt dir das schon. Ich glaube, der wird mich anmeckern, wenn ich das jetzt mache. Deswegen mache ich es einfach mal nicht. Und er wird mich trotzdem anmeckern, weil ich getrödelt habe. Ja, ein Bett grün. Schön. Wir haben doch schon ein Bett. Aber gut, dann kann ich euch auch gleich mal eine Kleinigkeit zeigen, die auch in diesem Spiel schon funktionieren sollte, die ich irgendwie immer noch sehr cool finde. Sie ging auf jeden Fall in Let's Go to the City und sie müsste auch eigentlich hier schon gehen. Willkommen zurück. Gratulierung zu deiner ersten erfolgreichen Lieferung. An dem Dialekt musst du aber noch ein bisschen arbeiten. Na egal. Du siehst zwar nicht so aus, aber du bist überraschend zuverlässig. Klar ist, wer seine Aufgabe erledigt, bekommt mehr zu tun. Ja, und wie? Deine nächste Aufgabe besteht darin, einen Kunden direkt anzuschreiben. Genau gesagt geht es um einen persönlichen Werbebrief. Er soll an meine geschätzte Kundin Zara gehen. Bedanke dich zuerst mal bei Zara für ihre Treue zu meinem Laden. Dann füge Informationen über unsere neuesten Sonderangebote an. Ja, benutze einfach dieses Briefpapier. Was denn für Sonderangebote? Briefe kannst du einfach auf der Post im Rathaus abschicken. Kinderleicht. Und jetzt beeil dich. Ich akzeptiere nur gute Arbeit, also keine Tippfehler. Das denkst du. Weil du das so explizit gewünscht hast, gibt es jetzt natürlich Tippfehler. Das bist du selber schuld. Mir wäre nicht in den Sinn gekommen, absichtlich falsch zu schreiben, grammatikalisch und rechtschreibtechnisch, aber du wolltest es so. So. Dann wollen wir doch mal. Jetzt weiß ich nicht, welche Sonderangebote er meint, deswegen... Ja. Hallo, Zara. Vielen Dank. Und so. Ach, sorry, ich wollte ja schlecht schreiben. Nook hat... Nee, shit. Das passt mir wieder nicht. Hat tolle... Ja, komm, das können wir schon richtig schreiben. Boah, der ist so unsensibel, dieser Touchscreen, ne? Tolle neue Angebote in seinen Laden. Ach ja.
Wie... Wir, haben wir noch eine Zeile danach eigentlich? Nee. Wie wirst du pronounced? Warum gibt's hier kein Ausrufezeichen, Fragezeichen? Was soll das? Muss ich dafür jetzt extra hier... Wo ist denn das? Das Satzzeichen, what the fuck? Von dem Niklas. So, perfekt. So, ich glaube, die wird sehr erfreut sein. Dann schicken wir das mal ab. Was bedeutet auf zu Pelli? Achso, das war der falsche Schalter. Dies ist das Bürgerbüro von Memoria. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Tatsächlich? Na, komm gerne wieder, wenn wir dir helfen können. Ich wollte eigentlich hier hin. Denn das ist die Post. Hier ist das Fenster der örtlichen Post, des örtlichen Postamts und so. Was kann ich für dich tun? Ich möchte meinen Kontozugriff sperren. Ich habe meine Kreditkarte verloren, die ich nie bekommen habe. Oh ja, eine Transaktion. Nö, ich hab nix. Oh, du möchtest doch keine Transaktion durchführen? Oh, nein, nein, kein Problem. Ich hab ja nix. Vielleicht hab ich ja noch irgendwie 100.000 auf dem Konto von einem afrikanischen König oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Brief verschicken. Und zwar diesen tollen Werbebrief. Ich finde es auch merkwürdig, warum da steht... Achso. Da steht einfach die erste Zeile, so richtig so wie bei Outlook. Lol. Ach ja, schön. Oh, schon wieder Gewohnheit. Danke. Möchtest du noch was verschicken? Nö, das war's. Alles klar. Wir freuen uns darauf, dich erneut begrüßen zu dürfen. Du klingst verdächtig nach Melinda. Ich würde da nicht übertreiben, ne? Sonst erzählst du mir noch was von deinen Lieblingssocken, die verschwunden waren. Oder zumindest der einen. Es ist ja immer nur eine. Und fang bloß nicht mit dem Fernsehen an. So. Werbebrief erfolgreich abgeschickt. Und abgeschickt? Habe ich doch gesagt, hör mal zu, Jung. Ja, ja, gute Arbeit. Hm, sehr schön. Ja, du hast etwas länger gebraucht als erwartet, aber immerhin. Ja, sorry, ich muss halt auch erstmal die richtigen Worte finden, ne? Du wolltest mir auch nicht sagen, was du im Angebot hast. Die Bewohner von Memoria lieben Briefe. Wenn man ihnen keine schickt, dann kommt man in der Stadt überhaupt nicht zurecht. Also dann, zur nächsten Lieferung, ein Teppich. Und zwar diesmal ein bisschen flotter, verstanden? Dieser Teppich soll zu Waldemar gebracht werden, also los. Ja. Er behält mich im Auge. Halt nicht ständig auf ein Schwatzchen an. Hast du mich verstanden? Gut, dann let's go. Ja. Habe ich ja schon beim letzten Mal angeteased nochmal. Ach, unser Lehrer, unser Mathelehrer in der 6. Klasse. Wie der uns diese Story erzählt hat von seinem Waldemar, mit dem er mal in der Schule war oder sowas. Wo der einfach irgendwie gefragt hat, warum heißt eigentlich Sauerstoff Sauerstoff? Wo der Lehrer einfach so zurückgefragt hat, so, ja, warum heißt du Waldemar? Und der gesagt hat so, ja, weil es im Wald geschah. Ja. Gut, habt ihr auch die Story nochmal gehört? Habe ich auch schon öfter erzählt. Und wir suchen ihn, unseren Waldemar. Und hier ist ja schließlich ein bisschen Wald, aber wir hinterfragen die ganze Geschichte hier mal nicht weiter, wie er denn überhaupt hierher gekommen ist. Sag bloß, der ist jetzt nach Hause gegangen. Ich weiß nämlich nicht, wo er wohnt. Aber die wohnen hier alle in dem Eck, ne? Naja, die wohnen alle hier in der Gegend. In der Stadt, in der Gegend. Das sage ich auch viel zu häufig. Na, er ist nicht zu Hause. Bin gerade weg. Achso, das ist Zaras Haus. Aber hier ist er auch nicht. Bin raus ins Freie gegangen. Schön. Aber leider irgendwohin, wo ich dich nicht sehe. Und das finde ich auch so schön. Diese flachen Brücken haben irgendwie eine besondere Ästhetik für mich. Hier ist der Strand. Und oh mein Gott, das ist ein großer Fisch, aber es ist wahrscheinlich eh nur ein Seebarsch. Ach ja, ich werde auch, glaube ich, dieses Spiel ein bisschen mehr wieder Richtung... Ja... Lifestyle-Projekt machen. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Also, ich werde nicht so richtig rumspulen, wie ich jetzt beim GameCube-Teil gemacht habe, weil es einfach nicht so wahnsinnig viel zu tun gibt. Sondern ich möchte halt wirklich wieder ein bisschen mehr Richtung Let's Go to the City, Richtung New Horizons gehen. Dass wir einfach wieder ein bisschen mehr, ja, so spontane Parts machen, sage ich mal, wo wir einfach ein bisschen Sachen machen. Aber jetzt eben keine Event-Parts, kein Event-Projekt. Das soll es wahrscheinlich eher nicht werden. Und ich werde hier auch am Anfang zumindest gar nicht mal rumspulen. Ich spiele halt dann, wann ich spiele und, ja. Ist ja jetzt nicht schlimm, wenn dann ein Tag mehr vergeht oder sowas. Das möchte ich versuchen so zu handeln erstmal. Hätte ich Lust drauf. So.
Ich glaube, der ist hier einfach immer noch auf der Seite. Wir waren jetzt mal auf der anderen, aber der ist halt. Außer das Museum ist da halt nicht viel bisher. Allerdings habe ich den jetzt halt bisher nicht gesehen. Der wird hier sowieso gleich irgendwo rumlaufen. Genau in der Gegend, wo er bisher auch rumgelaufen ist, aber ich habe einfach Pech gehabt irgendwie. Ah, hier ist er. Okay, der ist am Strand. Das war doch ein bisschen weiter weg. Guten Abend. Weißt du schon, dass es schon 18 Uhr ist? Das hast du mir schon bei unserem ersten Aufeinandertreffen gesagt. Ich glaube, der ist einfach ein Uhrenfreak. Was wolltest du nochmal mit mir besprechen? Ich habe eine Lieferung. Wir können jetzt sagen, ich bummle. Das ist auch sehr interessant. Der Teppich, den wir ausliefern müssen, hat so ein türkises Icon. Also der Teppich selbst ist quasi türkis. Später ist er mal rot. Oder ist es in dem Teil anders? Ich glaube nicht. Oh, ein Teppich. Ja, du arbeitest wirklich schwer, oder, Niklas? Apropos, hast du überhaupt noch Möbel in deinem Haus? Du hast noch keine, ne? Shit, Mann. Willst du meine Imbisskachel? Ja, Imbisskachel ist immer schön. Und ich weiß nicht, irgendwie in Wild World gehört die Imbisskachel für mich auch irgendwie auf dem Boden. Irgendwo in einem Zimmer. Ah, dieser Teppich erinnert mich an irgendwas. Ach ja, Tom Luke ändert sein Angebot täglich. Deshalb solltest du auch jeden Tag nachsehen, was es Neues gibt. Doodle-do. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal einen coolen Teppich. So cool wie ich. Oder so. Ja, das wird schwer zu erreichen sein. Ich finde es interessant, dass ich jetzt tatsächlich aktuell eine recht stabile Verbindung mit meinem Gamepad zu scheinen habe. Zu haben scheine. So rum. Ja. Wir ärgern Tom Luke einfach mal ein bisschen. Und schauen jetzt zum ersten Mal in unser Haus, ja. Ich möchte tatsächlich direkt mal das mit dem Bett versuchen. Denn zumindest später war es so möglich. Genau. Willst du ein anderes Bett? Ja. Wenn wir vor das Bett gehen und A drücken, dann können wir nämlich unser Bett austauschen. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein grünes Bett, auch wenn es für mich eher türkis ist. Türkis ist meine Farbe, im Vergleich jetzt zu Rot. Deswegen packen wir das doch mal dahin. Und das andere können wir jetzt zum Dekorieren hier verwenden. Die Betten da oben haben halt den Sinn, halt abzuspeichern. Das hat Tom Luke schon angeteased. Wir können aber auch in diesem Spiel tatsächlich... Oder können wir? Doch, wir müssten auch hier... Ich glaube, man muss Start drücken. Genau. Möchtest du das Spiel jetzt beenden? Nein, möchte ich nicht. Aber mit der Starttaste können wir jetzt hier auch das Spiel jederzeit beenden. Auch ein Riesenvorteil gegenüber dem GameCube-Teil, wo man jedes Mal zu seinem Haus laufen musste. Das war halt schon hart nervig. Eigentlich wollte ich es vors Fenster stellen, aber ich glaube, das passt auch gerade ganz gut dahin. Warum nicht? Und die schöne Imbisskachel auch noch, auch wenn die jetzt in so einen Schlafraum eigentlich nicht perfekt reinpasst. Das werde ich irgendwie mit einer Küche verbinden, aber ey, nö. Tatsächlich finde ich hier den Normalboden schöner. Der bleibt erstmal hier drin, aber wir können das hier schon mal ablegen. Und ja, so viel dazu. Tatsächlich hat das mit dem Himmel anschauen jetzt auch ein... Wir können, glaube ich, nicht hochgucken, ne? Oder können wir hochgucken? Ich glaube nicht, nee. Hochgucken geht, glaube ich, erst ab Let's Go to the City. Aber wir haben hier eben den Topscreen. Und dadurch ist es auch möglich, dass zum Beispiel Geschenke, da oben auf dem Topscreen zu sehen sind. Das ist so die einzig krasse Anwendung eigentlich. Wir haben auch noch ein kleines Feature im Museum. Damit kommt das dann auch nochmal cool bei Nacht zur Geltung. Aber ja, vielleicht erleben wir das auch noch heute. Aber mal gucken. Also heute im Laufe des Tages, aber mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Willkommen zurück. Willkommen. Gute Arbeit. Ja, ja. Offenbar merkst du langsam, wie der Hase hier entlangläuft, ja? Also, wenn du so weitermachst, biete ich dir vielleicht einen festen Job an. Wir wissen alle, dass das nie passieren wird. Als nächstes lieferst du eine Gießkanne zu Zara. Komm, bloß nicht auf falsche Ideen, Mann. Zu liefernde Ware wird nicht von dir selbst benutzt, ja? Damit das klar ist. Wenn du welke Blumen unbedingt gießen möchtest, ne? Dann tust du das gefälligst in deiner Freizeit mit deiner eigenen Kanne. Ja, du hast ja keine im Angebot, du Sack. Na, was sag jetzt geklärt ist, dann möchte ich, dass du allen zeigst, wie du liefern kannst. Gib mir noch Bescheid, wenn du das erledigt hast, ne? Ah ja, ich erinnere mich gerade, ein kleiner Nachteil jetzt natürlich an dem Spiel ist auch, die Blumen verwelken. Die Blumen beginnen jetzt ab diesem Teil tatsächlich zu verwelken. Das heißt, ach, eigentlich so wirklich krass gestalten möchte ich meine Insel, sag schon, ne? Meine Stadt eigentlich gar nicht, mit Blumen zumindest, weil dann bin ich halt wieder dazu verpflichtet, sage ich mal, jeden Tag hier Blumen zu gießen und so. Ist auch irgendwie doof. Naja, ich guck mal, wie ich es mache. So, Haus von Luzi war hier, genau. Und Zara läuft hier, glaube ich, auch immer noch draußen rum, ne? Ich hoffe es. Ja, hier, hallo. Zumindest. Die hat doch schon eine Gießkanne. Warum bestellt sie sich doch mal eine? Was wolltest du von mir, Wichichi?
Warum bestellst du dir zwei Gießkannen? Was soll das? Die gehen ja auch nicht kaputt. Danke, vielen Dank. Tom Nook liefert also sonst niemals ins Haus. Endlich habe ich eine Gießkanne und kann mir meine armen Blumen Wasser geben. Ich zweifle jetzt schon an der Intelligenz meiner Bewohner. Aber gut. Ach ja, was ich fragen wollte, hast du diesen Brief geschrieben, Wichichi? Ja, das war tatsächlich ich. Ich bin ein Poet, ich weiß. Alle Welt liebt es, mal einen netten Brief zu erhalten, Wichichi. Ja, es ist so gesehen Tradition, einmal erhaltene Briefe aufzubewahren. Hauptsächlich, damit man sie noch seinen Freunden zeigen kann. Wenn ich irgendwo mal umziehen sollte, dann werde ich natürlich alle meine Briefe mitnehmen. DSGVO am Arsch. Wer weiß, vielleicht zeige ich dir ja auch irgendwann mal deine Briefe mal meinen neuen Nachbarn so. Das solltest du nicht vergessen, wenn du mir mal schreibst, Wichichi. Ja. Alles klar. Dann sehen alle, wie schlecht ich Rechtschreibung kann, weil Tom Nook mich gezwungen hat. Supi. So ist das dann wohl. Hier. Dann können wir auch direkt wieder zurückgehen. Und jetzt müssten wir, glaube ich, noch eine Lieferung erledigen. Wobei, nee. Ich glaube, müssen wir noch eine Lieferung erledigen? Ich glaube, wir müssen jetzt sogar nur noch einen Eintrag machen, oder? Ja, willkommen. Du bist ja wirklich ein harter Arbeiter. Nun denn, als nächstes, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Kennst du schon das schwarze Brett? Schreib doch mal auf diesem schwarzen Brett so ein bisschen Werbung so. Weil, ja, muss nichts Besonderes sein. Einfach nur so was Marketingmäßiges halt, ne? Schreib was die Kids von heute geil oder cool nennen würden. Geil? Geil? In einem Nintendo? Was? Ja, eine Nachricht auf dem schwarzen Brett kann aber nicht mehr gelöscht werden. Es sollte also nicht allzu peinlich sein. Etwas, was die Leute geil finden, aber gleichzeitig nicht meine Monetarisierung auf YouTube einschränkt. Es könnte knifflig werden. Was finden die Jungs denn heutzutage geil? Pornhub. Ja, okay, das lassen wir lieber mal. Von Niklas. Was finden die Leute heutzutage denn cool? Die mögen doch hier dieses... Diese Werbung, dieser Post wurde, ich meine, die Leute kennen das ja schließlich, gesponsert eigentlich eher, ne, offiziell, wurde gesponsert von, jetzt schreibe ich sogar schon falsch, von, ich glaube, das passt sogar noch da rein, aber ist auch egal. NordVPN. Ich kann nicht schreiben. Wir könnten auch mit dem Cursor schreiben hier. Also so. Aber das dauert natürlich ewig. Und? Ich glaube, das wird sogar so groß geschrieben, oder? Ihr wisst doch schon, was ich schreiben will. Raid. Shadow. Einfach für den Dramaturgie-Effekt. Legends. So. Das muss reichen. Das finden die Kids heutzutage bestimmt cool, weil sie sowieso damit zugeschissen werden. Nach jedem Video oder in jedem Video. Deswegen, das ist doch bestimmt geil und cool. Wenn schon so viel damit beworben wird, dann muss das ja so sein. Was sagst du? Willkommen zurück. Ist dir etwas Gutes eingefallen? Ich finde es auch sehr interessant. Ich sehe gerade, auf meinem Wii U Gamepad ist seine Hose deutlich blauer als auf meinem Monitor und auch in der Aufnahme. Also das Wii U Gamepad hat eine interessante Farbeinstellung offenbar. Da sieht das irgendwie ein bisschen lebendiger aus, einfach ein bisschen satter. Vielleicht sollte ich es auch mal einstellen. Ich finde es ehrlich gesagt schöner auf meinem Gamepad. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen mehr Sättigung reinballern. Mache ich vielleicht mal bis zum nächsten Part. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Gut. Gut gemacht. Du bist fertig? Was? Die ganze Arbeit, die sich aufgestaut hat, ist erledigt. Ja, dann, da ich nichts mehr habe, dann entlasse ich dich. Tschüss. Wie bitte? Dein Kredit? Ach ja, natürlich jeden Sternchen zurückzahlen. Naja, wenn ich deinen Lohn, also so, ja, 1400 Sternchen vielleicht abziehe, dann fehlen dir ja nur noch 18.400. Da ich keine Arbeit mehr für dich habe, ja, meld mal Hartz IV an und so. Ja, du kannst doch Dinge verkaufen, die du nicht mehr benötigst, aber du hast ja nichts. Ja, wenn du dich diesbezüglich ruhig an mich, ich bezahle Bestpreise. Und ich bin der Einzige, der ankauft. Aber gut, ich habe ein Monopol. Du kannst aber auch Aufgaben für Bewohner erledigen.
Die bezahlen aber noch weniger. Naja, wenn du ihnen ohne Murren hilfst, dann werden die sich auch bestimmt belohnen. Ach ja, Geld überweist du dann im Rathaus auf meinem Konto, ne? Ja, wenn du den Kredit abbezahlt hast, dann reden wir mal über den Umbau deines Hauses. Hast du bestimmt Bock drauf. Dein Haus ist ja jetzt sehr klein, ne? Also bestimmt hättest du gerne mehr Platz. Naja, hol jetzt mal Sternis, ne? Und bleib mir ja als Kunde des Ladens erhalten, sonst baue ich dir gar nichts um. Ja, das ist ein Interpreneur. Durch und durch. Ja. Juhu. Ich bin jetzt mit der Arbeit fertig. Ich bin jetzt ein freier Mann mit ganz viel Schulden. Ja. Das ist auch der Einzige, der sich über eine Entlassung freut. Vor allem, wenn er einen Arsch voll Schulden hat. Aber gut. So ist er halt. Unser Niklas. Oh. Man hebt nicht mit Y auf. Das wird schwierig für mich. Weil man das nämlich in New Horizons macht und ich glaube auch schon ab New Leaf. Das hier ist das Tor übrigens. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ein bisschen in der Stadt um. Wir haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel noch auszukundschaften. Da wären eigentlich nur noch das Stadttor oder hier das, wie nennt sich das noch, das Haupttor. Und das Museum und natürlich die Schneiderei, aber wir haben ja auch noch gar kein Geld, deswegen gucken wir da wohl erst vorbei, wenn wir auch noch ein paar Früchte gesammelt haben. Leider können wir die Früchte in diesem Teil noch nicht stacken. Das heißt, die werden erstmal schön unsere Tasche vollstopfen und ich gönne mir jetzt erstmal schön mein MVP-Outfit wieder. Und das Arbeitsoutfit kommt einfach mal in den Hintergrund. Um uns an unsere Leidenszeit zu erinnern. So. Und jetzt ab ins Stadttor, ans Haupttor. Was so das Standardtor ist. Ich hätte auch gerne so ein Holztor gehabt, weil ich das noch nie hatte und cool finde. Aber naja. Ich glaube, der Harry wird für uns wieder recht unerheblich sein, denn er ist eigentlich immer fürs Online-Spiel zuständig. Hallo und willkommen am Checkpunkt unserer belebten Stadt Memoria. Hör gut zu, Niklas. Wenn du in eine andere Stadt reisen möchtest, oder wenn dich ein Freund oder eine Freundin hier in Memoria besuchen will, wäre es nett, wenn du mir Bescheid geben würdest im Voraus. Ich bestehe darauf. Nur auf diese Weise kann ich für euch das Tor öffnen, um euch durchzulassen. Wie dem auch sei, gibt es etwas, was ich dieses Mal für dich tun kann? Mich interessiert mal, ob ich einen Freundescode machen kann, aber wahrscheinlich nicht. Wie bitte? Man hat hier noch gar keinen Freundescode ausgestellt. Dein Freundescode hebt dich während des Spielens besonders hervor. So erkennt man dich, wenn du über die Nintendo Wi-Fi Connection mit deinen Freunden spielst. Aber nur, wenn ihr eure Freundescodes in euren Freundeslisten registriert. Und das ist auch im Jahre 2021 bei Nintendo noch so, weil, ja, weiß eigentlich kein Mensch. So könnt ihr in derselben Stadt wohnen, auch wenn ihr weit voneinander weg seid. Ach echt? Das geht? Wusste ich gar nicht. Und wir hören die schöne Glocke. Oh ja, da muss ich mir auch wieder irgendeine Melodie überlegen. Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben bisher immer Zelda-Tracks genommen, ne? Mal schauen, mal schauen. So, soll ich nun einen Freundescode für dich ausstellen? Ja. Die Nintendo Wi-Fi Connection sieht deinen Nintendo DS und die DS-Karte als Einheit an. Soll ich mit diesem Nintendo DS eine Verbindung zur Nintendo Wi-Fi Connection herstellen? Klar doch. Verbindung zur Nintendo Wi-Fi Connection wird hergestellt. Einen Moment, bitte warten. Ich habe tatsächlich auch Internet mit der Wii U. Das geht tatsächlich, aber dadurch, dass es eine Virtual Console ist, wird es nicht funktionieren. Aber dann haben wir es mal gesehen. So würde es theoretisch, so hat es theoretisch damals funktioniert, aber ja. Access Point nicht gefunden. Ärgerlich. Ja, ich wette, die Website gibt es noch mit dem Error Code. Ich mag es auch, dass diese Pfeiltasten unten in dieser Lookboxen, die sehen immer so ein bisschen aus wie ein umgedrehter Eisberg. Oh, hey, ich würde lieber nicht mit dir sprechen. Dann hast du den falschen Job. Okay, ehrlich, ich verstehe nicht alles. Aber ich kann sagen, wenn du was verloren hast und suchst oder die Flagge ändern willst, dann sag es mir, dann helfe ich dir. Ich werde versuchen, so zu helfen, so, ja. Was kann ich für dich tun? Was gibt's Neues? Quadra Frechta. Es tut mir leid, ist doch scheiße, Mann. Ich hab gar nicht aufgepasst. Bitte um Verzeihung. Ich werde vorsichtiger sein. Super. Das hat mir viel geholfen. Ja, wenn er das sagt, dann ist niemand in der Stadt. Sonst sagt er halt, wer in der Stadt ist. Ich hab etwas verloren, so. Mal sehen, ob wir was im Fundbüro haben. Tatsächlich, drei, um genau zu sein. Glaube ich. Schön. Da haben wir ein Quadrat-Outfit, ein Eis, ja super, ein Eiscreme-Outfit, habe ich auch schon in der Tasche. Und eine Klassiktafel. Schön, unser erstes Möbelstück. Unser erstes richtiges. Du hast ja einiges genommen. Ja, weißt du, der Captain, der war halt ein bisschen,
der hat vergessen, den Kofferraum zuzumachen. Das ist halt in der ganzen Stadt rumgeflogen. Also es gehört halt alles mir. Ja, gar kein Problem. Glaube ich dir auch. Glaube ich. Ja, gut. Flagge habe ich jetzt sowieso nicht parat und Melodie sowieso nicht. Deswegen, ja. War's das erstmal. Und wir werden fleißig weiter Bäume schütteln und ich werde weiter fleißig Y drücken. In der Annahme, dass wir damit etwas aufheben, was nicht sein wird. Gut, gut. Wie viel Platz? Na, das ist auch nicht die richtige. Das ist die richtige Taste. Das wollte ich diesmal. Haben wir noch 5 Plätze Platz. Das wollte ich diesmal nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schlimm. Und ich glaube, das ging ja auch noch in Let's Go to the City gar nicht. Ne? Da war das ja auch noch dieselbe Taste, was halt damals so ziemlich nervig war. Weil, ja, wenn man sprintet und Sachen aufhebt mit der gleichen Taste, dann hebt man eben auch Designs auf, die eventuell auf dem Boden liegen. Und das bedeutet, dass man immer, wenn man laufen, wenn man sprinten will, von einer Fläche aus lossprinten muss, wo kein Design liegt. Das ist halt sehr nervig. Hat man zum Glück ab New Leaf besser gemacht. Willkommen, willkommen, bitte, sieh dich um, lass dir ruhig Zeit. Ja, ich möchte mir als allererstes gerne Kescher und Angel kaufen, wenn die schon im Angebot sind, heute. Ein Eiscreme-Outfit können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Aber ich glaube, ich verkaufe sogar 2. So, die Sache ist, wir können jetzt, glaube ich, nicht irgendwie mehrere Sachen markieren wie im GameCube-Teil. Aber wir können natürlich mit dem Touchpen auf dem Touchscreen die Sachen richtig schön rüberziehen. Und alles, was ich behalte, ist, glaube ich, die Tafel. Okay, das Quadrat-Outfit habe ich mir noch nicht angeguckt. Das behalte ich ebenfalls nochmal. So, abgemacht. Wunderbar. Rübenpreise könnte man natürlich auch mal nachgucken, aber es ist gerade Freitag. Das lohnt sich sowieso noch nicht. Eine Angel. Jawohl. Ziemlich günstig. Her damit. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen so anfangen und machen. Das war ein bisschen Angeln, ein bisschen Insekten sammeln. Ja, ich weiß, wie ich die Angel verwende. Das müssen wir jetzt nicht vorlesen. Ja, genau. Einfach damit wir natürlich unsere Sachen da füllen und damit wir auch ein paar Sachen schon verkaufen können. Werde ich auf jeden Fall angehen. Da werde ich mir natürlich auch wieder eine schöne Liste sammeln hier, damit ich weiß, wann ich alles im September gesammelt habe. Ja, Punkt. So, ich glaube, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz in die Schneiderei rein. Hey, willkommen! Willkommen bei den Modeschneiderinnen Tina und Sina. Hier kannst auch du Modedesigner werden. Ja, große Worte. Oh, hier haben wir einen Beanie. Wie viel kostet der? Oh, das ist eine Skimaske. Achso, die geht auch übers Gesicht, ne? 600 Sternis. Darf ich die anprobieren? Super. Super, super. Will ich unbedingt heute noch kaufen. Und das Outfit finde ich ehrlich gesagt auch sehr elegant. Ah, das 70er-Outfit. Das ist sogar das, was Waldemar anhat, oder? Wir machen heute mal voll einen auf Partnerlook. Dafür muss ich allerdings leider noch ein paar Sachen verkaufen. Nun. Ich glaube, das Museum, das würde ich dann beim nächsten Mal mal besuchen wollen. Aber ich will heute tatsächlich noch so viele Sachen wie möglich hier abernten und verkaufen. Shit. Und ich möchte eigentlich tatsächlich gar keine weitere Folge heute mehr aufnehmen. Vielleicht machen wir mal ein paar flexiblere Folgen, sage ich mal, wo wir jetzt auch nicht unbedingt so auf 30 Minuten achten, sondern einfach, wie es halt gerade passt. Und ganz ehrlich, mir passt es gerade deutlich besser, wenn wir diese Folge noch ein wenig strecken. Ich möchte nämlich noch so das ein oder andere machen. Hauptsächlich möchte ich gerade aber genug Geld sammeln. Ja, er hat das 70er-Outfit, glaube ich, an. Damit wir halt einfach noch so ein paar Sachen, wie gesagt, machen können. Und dazu zählt jetzt erstmal die Sachen kaufen in der Schneiderei, die ich kaufen möchte. Ja, wobei, so lange muss ich hier, glaube ich, gar nicht überziehen, weil ich habe jetzt gleich eigentlich schon genug Geld, damit ich mir die Sachen kaufen kann. Und an Möbeln, glaube ich, bei Nuke war gerade auch nichts Spannendes. Aber Tapete und Teppich kann man sich natürlich noch anschauen. Achso, oh, was mache ich denn? Ich muss schon erstmal zu Tom Nook gehen und die Sachen verkaufen, bevor ich hier wieder liquide bin. Eieiei. Epic Fail. Naja, es würde jetzt halt auch nichts machen, wenn ich jetzt offscreen farmen würde. Das werde ich auch nach wie vor immerhin mal wieder machen. Aber, naja.
dann müsste ich halt trotzdem noch im Laufe des Abends nochmal weiter aufnehmen. Und wie gesagt, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht vor. Ich bin eigentlich mit diesen zwei Parts, die wir jetzt aktuell haben, erstmal sehr zufrieden. So, das gibt dann schon mal wieder 1100. Damit werden wir uns keine Tapete und keinen Teppich leisten können, aber ist ja auch die Frage, ob mich das überhaupt anspricht. Immerhin die Outfits können wir uns schon mal sichern. Die Tonkachel, okay, die interessiert mich sowieso nicht, die ist nämlich hässlich as fuck. Ich glaube, die hat aber Zara sogar in ihrem Haus, wenn ich mich recht erinnere. Und die Luxuswand, ja, die könnte man sich vielleicht noch gönnen. Die finde ich nämlich tatsächlich recht schön. Naja, wobei, ja. Ja, ich habe jetzt nicht viele Sternis und ich finde es jetzt auch nicht so umwerfend. Genauso wie die Elefantenrutsche oder den Stuhl. Wir werden uns um dieses System da unten noch kümmern. Wir werden uns auch noch darum kümmern, was wir sonst noch verkaufen können. Denn es gibt hier tatsächlich ein Wild World exklusives Item. Habt ihr vielleicht schon gesehen, was das ist, nämlich die Flaschenpost. Mit der werden wir auch ein bisschen rumexperimentieren. Wobei es da nicht viel zu experimentieren gibt, aber das werden wir auch dann noch machen. Aber ich möchte mir jetzt, wie gesagt, erstmal die Skimaske kaufen und dieses tolle 70er? 80er Outfit? Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Das 70er Outfit, jawohl. So, ich kaufe. Wundervoll. So, das wird mein neuer Look. Ach ja, das Quadrat-Outfit habe ich mir auch immer noch nicht angeguckt. Ja, hässlich. Können wir verkaufen. Wunderbar. Oder wir legen das mal in den Hintergrund. Mal gucken, wie das aussieht. Crazy. Das sieht crazy aus. Zu crazy für mich. Dann nehmen wir lieber wieder die Arbeitsuniform. Und was ich jetzt in dem Part noch gerade gerne machen möchte, ist nämlich mit Sina reden. Denn auch hier werden wir, glaube ich, schon so uns ein bisschen mit ihr anfreunden können. Well, das war ein spannender Dialog. Bis zum nächsten Part. Nein, wir reden nochmal mit ihr. Wenn du Fragen hast, dann stell sie bitte der Angestellten da drüben, ja? Ey. Leider habe ich meine Pfötchen voll zu tun. Tut mir sehr leid. Tina, bitte. Aha, meine Schwester behandelt Leute immer so. Geduld, Sina. Schön. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Okay, dann komme ich morgen nochmal wieder. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen um die Designs. Also die beiden unten rechts, nämlich finde ich zum Beispiel ziemlich schön. Ja, und wir werden uns definitiv das Museum anschauen, werden ein bisschen mit den Leuten schnacken, angeln, Insekten fangen vielleicht, mal schauen. Das Tolle ist, morgen ist Samstag zum Zeitpunkt meiner Aufnahme hier. Das heißt, da könnte ich dann auch schon ruhig mal irgendwie mittags, morgens spielen oder so. Mal gucken, was sich so anbietet, was sich so ergibt. Bock habe ich auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns wieder in Part 3. Wobei, komm, wir gucken uns noch gerade hier die Klassiktafel an. Das ist nämlich eigentlich ein sehr schönes Item. Das können wir schon mal aufstellen. Wenn ich denn nicht immer die falschen Tasten drücken würde. Da, die Klassiktafel. Wundervoll. Passt halt auch sehr schön in das aktuelle Design des Hauses. Jetzt würde vielleicht die Luxuswand doch schon wieder passen. Naja, gut. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt dann zum ersten Mal in unser Bett hier oben schlafen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Was wir da machen, haben wir schon grob mal besprochen. Mit den Bewohnern werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr interagieren. Und gut, ich weiß nicht, vielleicht kommt morgen ja auch schon ein neuer Bewohner in die Stadt. Kann alles sein. Ich lass mich überraschen. Morgen kommt schon KK zum ersten Mal. Na, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Bis dahin, tschüss.